नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमञ्जव उतोत इषवे नमः Ein sehr ernstes und interessantes Thema sind die Yoga-Sutren Patanjali. Hat jemand von euch schon Bekanntschaft damit gemacht oder gelesen oder weiß überhaupt, dass dieses Buch existiert? Was ich ungefähr gucke, genau. Okay, gut. Eins der wichtigsten Bücher für der Yoga-Lehrer oder überhaupt der Yoga-Praktiker oder Leute, die sich für das Yoga interessieren, zum Patanjali selber. Manchen Meinungen nach war er ein Wissenschaftler sozusagen, der Yoga auch selber praktiziert hat. Er hat die Yoga-Sutren zusammengestellt. Zum anderen heißt es von ihm, dass er ein Buch über Medizin auch zusammengestellt oder verfasst hat. Einer anderen Meinung nach habe ich vor kurzem auch erst gelesen, hat der Patanjali nicht so kurz gelebt, wie wir es heute tun, sondern ein paar hundert Jahre hat er offensichtlich gelebt und während dieser Zeit sehr viel Erfahrung gesammelt. Und während dieser Zeit konnte er auch bestimmte Schulen, Richtungen und alles, was über Yoga damals in Indien verbreitet war und bekannt war, hat er in diesen Yoga-Sutren zusammengefasst. Wenn ich mich nicht täusche, sind es 192 Sutra. Sutra bedeutet Faden. Oder ein Satz. Auf 192 Sätzen beschreibt der Yoga in seiner vollkommenen oder in seiner Vollkommenheit, was Yoga eigentlich ist. Hat gelebt, um das ist ja auch ein Streitpunkt oft bei den Veden, weil die keine Jahresangaben haben oder es steht nicht, diese Yoga-Sutren wurden im Jahr 2000 vor Christus geschrieben oder so. In Indien hat man das nicht datiert und die Forscher gehen so, die können keine genauen, eine Zeitspanne geben sie vor, wo das geschrieben sein könnte und ermitteln das an danach, wenn sie Schriften betrachten und vergleichen, dann wissen sie, diese Schrift kann aus dieser hervorgegangen sein, die andere Schrift geht aus dieser hervor. Und so haben sie eine Reihenfolge von bestimmten Schriften und sie nehmen das an, dass diese Schrift vorher entstanden ist und diese nachher. Aber genaues Datum kann man für die nicht geben. Man schätzt es von 2000, vor 2500 Jahren, also 500 vor Christus. Manche sagen bis 300, 400, 500 nach Christus könnten sie auch verfasst sein. Aber ich schätze mal, es war noch die vorchristliche Zeit. Man sagt, er war auch ein Zeitgenosse von Buddha. Damals gab es sehr viele Schulen, sehr viele Richtungen in Indien. Buddha hat ja auch selber Yoga praktiziert, hat als Asket einige Zeit gelebt. Und manche Meinungen nach von Yoga-Lehrern, die Yoga-Sutren, wo sie aufhören, dort fängt der Mahayana-Buddhismus an. Also da gibt es sehr viele Überschneidungen auch in der Philosophie. Weil die Yoga-Sutren sind ein philosophisches Buch, zu Praktik oder zu Praxis an sich werden da nur Sachen vermittelt oder erläutert, die um das innere Yoga gehen. Um das Yoga des Geistes, um das Yoga des Verstandes. Also Hatha-Yoga, sagen wir mal Elemente oder sowas über Asanas, wird nur ein Satz verloren, wo Patanjali beschreibt, was Asana ist. Asana ist eine bequeme, angenehme Haltung mit einem geraden Rücken sozusagen. Heißt, für ihn war die Asana diese Sitzasana, in der man meditiert hat. Mehr beschreibt er es nicht, mehr vielleicht war auch gar nicht nötig zu der damaligen Zeit, weil die Menschen ganz andere Voraussetzungen mitgebracht haben, eine ganz andere Gesundheit, eine ganz andere Körperverfassung. Und wir machen die Hatha-Yoga-Übungen, das ist alles nur Vorbereitung, um eben das richtige Yoga zu uns die Möglichkeit zu schaffen, das richtige Yoga zu praktizieren, was Raja-Yoga bedeutet. Worüber Patanjali spricht, nennt man eben Raja-Yoga. Raja-Yoga ist eben das Yoga des Bewusstseins oder das Yoga des Verstandes. Raja bedeutet König oder Kaiser, wird als das höchste oder das
das wahre Yoga so übersetzt oder erläutert sozusagen. Es gibt ja verschiedene Yoga-Typen oder Yoga-Varianten, sagen wir mal so. Es hat jetzt nichts mit Schulen zu tun, sondern es hat mit der Psyche, mit der Kultur, mit der Weltanschauung des Menschen zu tun. Yoga bedeutet einfach Verbindung oder Vollkommenheit. Oder das Streben, der Weg eben nach Erleuchtung, nach der Auflösung von den Illusionen der Welt oder des Seins. Man kann diese Vollkommenheit auf unterschiedlichen Wegen erreichen, weil jeder Mensch ja unterschiedlich ist. Wenn der Mensch mehr aktiv ist, wenn er meint, er möchte mit dem Körper arbeiten und er möchte diesen Weg gehen, über das Hatha-Yoga eben. Das ist eine andere Variante von Yoga. Auf Englisch wird es oft ganz komisch ausgesprochen. H bedeutet die helle oder die Yang-Energie des Universums und Tha bedeutet die weibliche, die Yin-Energie des Universums. Und man bringt diese zwei Energien in seinem Körper in Gleichgewicht, weil der Körper hat ja den zentralen Kanal, der Sushumna heißt. Der Körper hat den Ida, den linken psychischen Kanal, und den rechten Pingala, den aktiven physischen Kanal sozusagen. Ha, darum, weil wenn der Mensch lacht, da gibt auch solche Töne von sich, ha, ha, ha. Und wenn man weint, dann ist es eher das Tha, Tha, wenn der Mensch halt traurig ist. Das ist halt Plus und Minus sozusagen, oder zwei Seiten der gleichen Medaille. Oft wird das Hatha-Yoga auch als das anstrengende Yoga übersetzt. Weil ihr wisst ja selber, ihr habt es selber schon ausprobiert, einige Mal oder auch sehr viele Male, dass man sich hier anstrengen muss. Der Aspekt der Asanas ist nur ein kleiner Aspekt in Hatha-Yoga. Wir haben da auch Atemübungen. Einer der wichtigsten Bestandteile in Hatha-Yoga sind die Shatkarma, also die Reinigungsübungen. Um eben hier Gleichgewicht zu bekommen, muss der Körper erstmal gereinigt werden von den Schlacken, Giftstoffen und anderen Sachen, die er während des Lebens angesammelt hat. Ich habe gestern auf der Bank ein gutes Beispiel gehört, wie man das verdeutlichen könnte. Ein Kind hat angenommen Schnupfen, und Schnupfen und das Fließen von Schleim ist ein bestimmter Reinigungsprozess. Der Schleim war irgendwie im Körper drin, und durch Viren und Bakterien, das sind einfach unsere Freunde, so zu betrachten im normalen Sinn. Das ist eine Armee, die sieht, wenn mit dem Mensch irgendwas nicht stimmt, die greifen krankes Gewebe an, und dann kommt es zu diesem Schleimfluss oder Husten oder zum Ausstoßen. Eltern machen sich Sorgen, dass das Kind Schnupfen hat, und geben ihm irgendwelche Tropfen aus der Apotheke, und der Schnupfen hört auf und der Ausfluss hört auf. Und das heißt, der ganze Dreck, der wo raus wollte und der Körper des Kindes sich reinigen wollte, im Prozess war, man hat diesen Prozess aufgehalten und der ganze Schmodder ist sozusagen drin geblieben. Man hat es zugemacht. Wenn es schon Kinder haben, das sind ja die ganz natürlichen Prozesse, weil dieser Körper lebt. Und es gibt auch Zerfallsprozesse in dem Körper. Die Zellen werden alt, sterben ab. Wir essen, bestimmte Sachen bleiben auch über vom Essen. Es wird ja nicht alles immer komplett umgesetzt. Deshalb sammelt der Körper mit der Zeit Schlacken, Toxine und allen möglichen Stoffe an. Das war sogar früher so, wo der Mensch in einer sauberen, guten Natur und Umwelt gelebt hat. Heutzutage ist es alles noch sehr, sehr viel trauriger in der Welt, in der wir leben. Was man mit der Umwelt heute gemacht hat, das ist leider nicht mehr schön. Und der Mensch lebt in dieser Biosphäre, die man vielleicht auch Großstadt benennen kann. Und alle Giftstoffe, die da rumschwirren, sammelt der Mensch in seinem Gewebe an und ist dann letztendlich krank. Und es gibt einen guten Ausdruck, wenn der Mensch sich geistig entwickeln will, ist der erste Schritt dafür die körperliche Reinigung. Also sonst kann er den Weg nicht beginnen oder wird auch nicht weit kommen. Ist sehr, sehr wichtig. Ein Aspekt des Hatha-Yoga. Danach, wenn der Körper gereinigt ist, fängt man mit dem Pranayama an. Pranayama sind eben zum einen die Ansammlung von Energie, von Prana. Zum anderen ist es die Reinigung der Nadi, der inneren Kanäle.
Und zum dritten ist es eben das Ausgleichen der einen Energie in bestimmten Kanälen im Vergleich zu der anderen Energie. Also man gleicht durch Pranayama, durch bestimmte Übungen, das H und H aus. Weil im menschlichen Körper ist es so vorgesehen eigentlich, dass die beiden Gehirnhälften gleich und harmonisch arbeiten müssten, im Gleichgewicht sein müssten. Wenn die linke Gehirnhälfte die Führung oder die Führungsrolle übernimmt, dann ist der Mensch neigt zum logischen Denken, er braucht für alles Beweise, seine Intuition arbeitet nicht und er kann die Wahrheit auch nicht erspüren. Er kann sie nur durch logische Schlüsse verstehen. Das ist dieses mathematische Gedächtnis, was alles nur in Zahlen wahrnimmt. Also für ihn gibt es kein Gut und Böse als solches, als ein Sinnbild, sondern für ihn gibt es Gewinn, Verlust, halt minus 10 oder plus 10 oder solche Sachen. Leider werden wir in der westlichen Welt von der Kindheit so auferzogen, dass man bei uns nur die linke Gehirnhälfte trainiert und uns so aus dem Gleichgewicht bringt, damit wir eben so materialistische Konsumenten werden und uns nur Zahlen interessieren, aber Gefühle und irgendwie höhere Sachen, kulturelle Sachen sowie Musik, Dichtung und Philosophie interessieren einen solchen Menschen gar nicht, bei dem die linke Gehirnhälfte überragt. Wenn die rechte Gehirnhälfte überragt, dann neigt der Mensch auch irgendwie in Fantasien zu verfallen. Sind oft Tagträumer, sind oft Menschen, die vielleicht auch als Genies man oft bezeichnen kann, die sehr kreativ sind. Aber wenn die linke Gehirnhälfte dann zu langsam arbeitet, bekommen die Menschen auch Probleme im Leben von der Gesellschaft. Können sich oft nicht zurechtfinden, weil sie in ihrer Kreativität viel zu tief drinstecken, viel zu versunken sind. Und wichtig ist es so, hier das Gleichgewicht zu bringen und die beiden Gehirnhälften als Instrument zu sehen. Auch ein sehr guter Ausdruck von einem Mann, den ich sehr schätze, der hat gesagt, man sollte das Gehirn so benutzen wie ein Werkzeug bzw. wie ein Computer. Wenn man ein Problem hat, eine Aufgabe hat, schaltet man das Gehirn ein, hat das Programm gelöst, man schaltet das Gehirn dann aus. Weil unnötiger Gedankenprozess, unnötiger Dialog, den 99,9% der Menschen von uns führt, verbraucht auch Energie und führt eigentlich zu nichts oder verbrennt Energie. Ein Aspekt von Hatha Yoga ist so, dass wenn der Körper denkt, der wird belastet. Also eine Belastung kann sein, wenn ich eine Stange hebe, die Muskeln arbeiten wirklich und die verbrennen viel Energie, wenn ich Gewicht hebe. Wenn ich meinen Körper ausstrecke, dann passieren folgende Sachen im Körper. Die Sehnen werden angezogen, die Muskeln gehen nicht auf Arbeit und verbrennen nicht so viel Energie und Kalorien, aber das Gehirn bekommt das gleiche Signal, als wie wenn der Mensch etwas Schweres heben würde. Und der Kopf denkt dann, der Mensch arbeitet stark, wenn er ständig jetzt im Dehnen ist, die Asanas macht. Und so schaltet der Körper, um Energie zu sparen, weil er denkt, man arbeitet physisch sehr viel, schaltet der Kopf diesen unnötigen Gedankengang ab, schaltet unnötige Gedankenprozesse ab und den inneren Dialog. Das kommt aber erst mit der Zeit. Und dann kommt diese innere Ruhe, diese innere Ausgeglichenheit, die man für das Yoga braucht. Und eben mit den beiden Gehirnhälften, um hier noch zu beenden, wie gesagt, wenn man was durchrechnen muss, schaltet man die rechte Gehirnhälfte an. Wenn man kreativ sein muss, etwas erfinden oder seine Intuition benutzen soll, heißt es, müsste man mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten, weil die Unfreunde, wie man sagt, die Erde parasitieren, alle rechts bzw. links gesteuert sind durch die linke Gehirnhälfte, weil sie von der Natur aus, sagt man so, nur diesen Pol haben, kämpfen sie durch mit allen Leuten und versuchen sie mit der Zeit irgendwie zu dezimieren, die mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten. Weil es heißt, die rechte Gehirnhälfte, die für Kreativität zuständig ist, ist auch der Bezug und die Verbindung zum Schöpfer. Deshalb alle Erfinder, alle Komponisten, Großartigen, alle Dichter, alle Denker, die waren alle vom gleichen
Genotyp sozusagen, waren im Grunde genommen von einem Volk, die halt bei denen diese rechte Gehirnhälfte sehr aktiv ist. Man müsste das halt ausgleichen. Durch bestimmte Praktiken auch, das Maha-Mantra, also das Hare Krishna, wenn das nicht als Lied gesungen wird, sondern richtig als Mantra eine Vibration erzeugt wird. Krishna ist also der dunkle Aspekt des Gottes. Krishna wird auch in der Mahabharata als dunkel übersetzt, weil es gab die Draupadi, oder hat man auch als Krishna gezeichnet. Genau, Kunti war die Mutter, Draupadi war die Frau von den Pandavas. Ja. Und man hat die Draupadi auch als Krishna bezeichnet, weil sie offensichtlich dunkleren Typs war. Also Hare Krishna, Hara ist das Zentrum, also Hara, Ra das Licht, Hare Krishna, also man ruft ins Hara und ins Zentrum zum Ausgleich, als wenn man Krishna sagt, den dunklen Aspekt oder die Yin-Energie und Rama, das ist der helle Aspekt, die helle Energie, dass man die beiden ins Gleichgewicht holt. Also Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Man zentralisiert das so und gleicht die beiden Gehirnhälften aus, dadurch, mit Hilfe dieser Mantra, die auch aus einer Vorkultur der jetzigen indischen Kultur kommt. Und die Vaishnava haben diese Mantra dann für sich übernommen und sagen, während der Kali-Yuga ist das der einzige Weg, um Vollkommenheit zu erreichen, eben dieses Mantra singen. Sei dahingestellt, vielleicht mögen sie etwas dadurch erreichen auch, bestimmt erreichen sie auch was dafür, aber ich denke, es gibt auch andere Systeme während unserer Zeit, die wir benutzen könnten, um Vollkommenheit zu erreichen. Es gibt Menschen, die vielleicht intellektuell, das ist ja auch ganz normal, das ist auch kein Vorwurf, die intellektuell nicht arbeiten, ja nicht nur wollen, die haben diese Fähigkeit nicht und auch diesen Wunsch vielleicht nicht, intellektuell zu arbeiten, sich hinzusetzen und stundenlang oder tagelang zu meditieren. Das ist nicht für jeden was, weil der Mensch ist auch beweglich, der Mensch neigt zur Handlung. Und ein anderer Weg, Vollkommenheit zu erreichen, heißt Bhakti-Yoga. Yoga des Dienstes, also Bhakti oder Yoga der Liebe zum Schöpfer. Und dieser Dienst dem Schöpfer, die Vaishnava, muss ich auch wieder ein bisschen zurückkehren, die besingen den Namen Gottes, die singen die Maha-Mantra vor allem, und das ist ihr Bhakti, also sie dienen auf diesem Weg, also der Gottheit Krishna, der für sie die oberste Gottheit ist. Andere Menschen, andere Praktiker sagen, Gott ist überall um mich und alles ist Gott um mich herum, und da oben sehe ich ihn nicht, ich weiß nicht mal, wie er ausschaut, aber ich sehe alle Menschen um mich herum und ich weiß, dass diese Menschen auch ein Aspekt des Schöpfers sind und Kinder des Schöpfers sind. Und Kinder und Vater, wie Jesus gesagt hatte, mein Vater und ich bin eins. Also Kinder und der Urvater, das ist er auch eins. Und so dienen die Leute der Allgemeinheit oder der Gesellschaft. Und das ist halt ihr Bhakti, ihre Energie, die sie an die Gesellschaft weitergeben, damit die Gesellschaft evolutioniert. Das kann zum einen das Kochen und Austeilen von Essen sein, wie das die Krishnaiten machen. Das kann zum anderen, wie ein Kshatriya oder Krieger das machen würde, der rechtschaffende Kampf für das Wohl der Gesellschaft, bis man sein Leben dafür aufopfert. Und es kann bei den Brahmanen sein, dass sie mit Wissen arbeiten, wie das beim Buddha der Fall war, dass sie durch Bewusstseinsveränderung den Menschen dienen und durch bestimmte Predigten, durch bestimmte Schulungen und Lektionen die Menschen zur Vollkommenheit bringen. Das ist Bhakti-Yoga, Yoga des Dienstes. Dann gibt es noch eine Variante, wer sich dann vielleicht mehr zurückziehen will, wer mehr eine philosophische Natur ist und gerne Bücher liest und philosophiert, kann dadurch auch auf diesem Weg Vollkommenheit erreichen. Das heißt Jnana Yoga. Äh,
Jnana Yoga heißt auch das Yoga des Verstandes zum einen, das ist aber etwas anderes wie hier das Raja Yoga. Das Raja Yoga ist diese innere Meditation mit bestimmten Anstrengungen und Jnana Yoga ist dieses Philosophieren und Schlüsse ziehen aus bestimmten Tatsachen. Ein Beispiel habe ich gestern bei der Lektion erzählt, bei der anderen Gruppe, was man als Jnana Yoga bezeichnen kann. Man weiß, dass das Karma für mich bestimmte Situationen schafft und die Götter bilden diese Matrix um mich herum so, dass ich am besten evolutionieren kann. Und manchmal kommen in mein Leben bestimmte Situationen, die ich nicht mag, in die ich nicht rein will, aber trotzdem gerate ich in diese Situationen, auch wenn es mir weh tut und schmerzt und so, aber das passiert alles zu meinem Guten, damit die Jivatma evolutionieren kann. Und wenn man diese Situation entfliehen will, gibt es eine Möglichkeit, dass man dieser Situation entflieht, dass man abhaut sozusagen von den Problemen. Aber die Matrix ist eben so aufgebaut, dass diese Probleme dich einholen und du einen noch stärker und noch mehr auf den Deckel bekommst oder du in eine noch schlimmere Situation gerätst. Der zweite Weg wäre es, diese Situation sich zu stellen, sie durch sich durchgehen zu lassen, sie vollkommen zu erleben und dann zu leiden, wenn die Situation einem Leiden bringt. Die dritte Variante wäre, wenn ich durch Jnana Yoga diese herannahende Situation analysiere und mir vorstelle, was will mich diese Situation lernen oder wie soll ich mich verändern nach dieser Situation. Was ist das für eine Lektion? Warum kommt sie zu mir? Warum ist sie da? Wenn ich das analysiert habe und verstanden habe, warum das da ist, warum das mir gegeben ist, dann löst sich diese Situation auf, ohne dass ich sie durchleben muss, wenn ich es im Vorfeld verstehe. Das ist eben die Arbeit mit der eigenen Realität, diese eigene Analyse der Realität. Probiert es mal aus, das arbeitet wirklich, funktioniert wirklich. Ich hatte ein oder zweimal mindestens solche Erlebnisse, wo man durch so ein Verstehen die Situation, die am nächsten Tag dir quasi schon droht, einfach wie durch eine Zauberhand oder so aufgelöst ist, weil man eben diese Lektion schon vorzeitig gelehrt hat oder sich rausgezogen hat. Okay, dann gibt es eine Kategorie von Menschen, die sagen, ich interessiere mich nicht so für Bücher und ich kann auch den anderen Menschen nicht dienen, weil ich habe angenommen eine Familie, ich habe eine Arbeit und ich habe so viele Verpflichtungen, ich kann gar kein Yoga praktizieren und ich habe auch keinen Lehrer und so. Dann gibt es folgenden Begriff, der heißt Karma Yoga. Dazu gibt es ein Beispiel aus den Veden, was zum Begriff Karma sehr oft erzählt wird. Von dem Yogi, der mit den Augen diesen Storch verbrannt hat, der wohl ganz lange meditiert hat. Der Grund dieser Geschichte oder der Sinn dieser Geschichte ist so, wenn man merkt, ich kann aus den Rahmen, die ich mir mit meinem Karma geschaffen habe, nicht aus. Diese Einstellung, diese innere Meditation, dass ich weiß, ich gehe durch mein Karma durch und ich habe meine Verpflichtungen, ich habe mir dieses Karma selber geschaffen und man lebt so, dass man weiß, man arbeitet sein Karma ab. Wenn man zum Beispiel jetzt 3 Jahre am Band Autos zusammenbauen muss, man kommt da auch irgendwie nicht aus, man kommt auch nicht zum Yoga, man kann sich so eine Einstellung als Hilfe herbeiziehen. Vielleicht habe ich in den vorigen Leben alle diese tausenden Autos von gefahren, die ich jetzt für andere Leute zusammenbaue. Weil ihr müsst wissen, alles was ihr benutzt, Schuhe, Kleidung, Computer, Handys, Fernseher, alles mögliche, sind Dienstleistungen, die für euch irgendjemand irgendwo weit weg für ein ganz geringes Geld geschaffen hat und produziert hat. Und ihr habt dadurch, wenn ihr diese Sachen benutzt, bestimmte karmische Schulden auch angesammelt. Und nach dem Gesetz ist es so, dass man das alles zurückgeben müsste, was man jetzt von den anderen geschaffen bekommt. Weil die 80 Euro, die ich für Schuhe zahle, der Mensch, der sie geschaffen hat, bekommt vielleicht ein paar Cent nur von diesen 80 Euro, die ich
für die Schuhe bezahle, das ist also das ist nicht ausgeglichen, das Gleichgewicht. Und ich trage an meinem Körper seine Energie, die er in diese Sachen hineingelegt hat. Und ich muss auch wissen und verstehen, wenn ich Gegenstände mit Energie von anderen Menschen bei mir trage, sei es irgendwie Schuhe oder Handy, oder wenn ich mir auch etwas ausleihe von einem anderen Menschen, dann haftet die Energie des Menschen daran und es kommt sozusagen zu so einem, was man als Energieaustausch nennen kann. Also gibt es Leute, die wir noch nicht einmal im Leben zu Gesicht bekommen haben und vielleicht auch niemals sehen werden, die für uns bestimmte Sachen schaffen, damit wir in dieser Welt leben. Die unser Haus gebaut haben, die uns mit Wasser versorgen und mit anderen Sachen. Theoretischerweise, ich weiß nicht, ob das in Praxis wirklich so funktioniert. In der Theorie heißt es, wir müssten alle diese Sachen entweder in Zukunft zurückzahlen oder wir haben selber früher Schuhe produziert, mit Leuten mit Wasser versorgt und Leuten Häuser gebaut und jetzt benutzen wir nur das, was wir früher mal für andere geschafft haben. Man müsste das auch so verstehen, wenn ihr weiter evolutioniert, dann ist es eine große Wahrscheinlichkeit, dass das eure Vergangenheit war. Also, dass ihr das in Zukunft nicht mehr zurückzahlen müsst, sondern ihr bekommt das, was euch jemand schuldig war, bekommt ihr einfach zurück. Guckt ihr die Leute an, die wo jetzt sehr große Praktiker geworden sind und große Schulen aufgebaut haben, vielleicht und eine riesengroße Anzahl von Schülern haben, die haben auch als Kind vielleicht oder die ersten Jahre ihres Lebens auch Fleisch gegessen und man stellt sich vor, ja, das ist ja eine weit entwickelte Seele, wie kann das sein, dass auch so eine Seele Fleisch ist. Wenn diese Seele sich hinterher auf dem Weg der Selbstverwirklichung stellt und kein Fleisch mehr isst, ist es eben auch diese Tendenz, dass man ihn früher auch, weil jede Seele oder jede Jivatma war auch im Pflanzenreich, im Tierreich und wir wurden auch alle gegessen, sehr oft. Und man muss diese Schulden zurückholen sozusagen. Deshalb ist es so, dass man an einem bestimmten Abschnitt am Anfang auch dieses Fleisch essen muss fast. Sonst kann man auch nicht weitergehen. Okay, also sehen wir verschiedene Wege, wie man Vollkommenheit erreichen kann. Man kann einen dieser Wege gehen, man kann viele dieser Wege gleichzeitig gehen. Man kann das auch betrachten wie ein Baum mit Zweigen und der Baum heißt der innere Wachstum oder die innere Evolution. Für jeden Typ des Menschen, für jeden Charakter gibt es etwas anderes. Karma-Yoga kann auch sein, wenn ich zum Beispiel zu einem Vaishnava, okay, bleiben wir mal bei denen heute etwas mehr, zu einem Vaishnava-Festival fahre und sage, ich koche hier umsonst und ich versorge die Leute hier umsonst. Also entweder baue ich dann mein Karma ab so, also ohne dass ich Geld dafür bekomme, oder ich schaffe mir positives Karma für Zukunft. Dazu sagt man so im Yoga-Jargon karmische Arbeit. Also Arbeit, ohne dass man Geld dafür bekommt. Einfach positives Karma anzusammeln. Kann auch Karma-Yoga sein. Oder dass man einen Tempel für bestimmte Praktika baut. Natürlich kann nicht jeder jeder hat ja eine andere Evolutionsstufe. Manche weit entwickelte Gurus oder Leute, Praktiker sind schon auf der Stufe, wo sie durch Meditation sehr viel erreichen können. Manche Leute sind aber noch nicht so weit. Und eine Art von Karma-Yoga wäre es, einen bestimmten Tempel oder Ashram mithelfen aufzubauen, finanziell vielleicht zu unterstützen oder mit seinen eigenen Kräften zu bauen. Und man schafft für bestimmte Leute einen Platz oder einen Ort, wo sie meditieren, wo sie auch Erleuchtung bekommen könnten. Ich schaffe mir so für die Zukunft ein positives Karma, wenn ich mal auf dieser Ebene bin, wo ich durch die Meditation selber auch so viel erreichen kann, dass man mir auch diese Möglichkeit bietet, dass jemand mir ein Ashram zur Verfügung stellt, wo ich meditieren kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Als Gegenzug schaffe ich dann selber für die anderen diese Möglichkeit, dieses Karma anzusammeln. Wenn ich angenommen, das hört sich für einen westlichen Menschen vielleicht ungewohnt an, ein bisschen unüblich oder komisch, wenn ich angenommen für mich Leute ein Ashram bauen lasse, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, dieses Karma überhaupt anzusammeln.
ist doch verständlich, diese Reihenfolge. Ich schaffe für die Möglichkeit, die sammeln dieses Karma an und in einer ihrer nächsten Reinkarnationen oder sogar in diesem Leben noch, wenn sie weiter sind, sind sie dann an meiner Stelle und jemand anders ist an ihrer Stelle. Und bei den Göttern, bei den Buddhas ist es sogar so, wenn man die vollkommene Höhe erreicht, dann gibt man seinen Platz auch freiwillig und fängt wieder von unten an. Und das ist immer so ein ständiger Kreislauf. Götter, wie zum Beispiel vom Indra heißt es so, er gibt seinen Thron nicht gerne weiter, wenn er sieht, dass im Universum eine Seele sich weiter, so hoch weiterentwickelt, dass er seinen Thron einnehmen könnte. Macht er bestimmte Spiele, nennen wir mal so, oder schafft er in bestimmte Situationen, wo er von seinem hohen Status herunterfallen kann oder wo er seinen Tapas verliert, seine Energie verliert. Indra ist dem nämlich keine Person, Indra ist ein Beruf sozusagen. Und alle anderen Götter und Gottheiten, heißt, die sind auch bloß Berufe, den jeder von uns erlangen kann, wenn er einen bestimmten Status erreicht hat. Und wenn Götter ihr Leben verlebt haben und ihre Erfahrung gesammelt haben, damit es ihnen nicht langweilig ist, heißt es in den Veden, verlieren sie alle Erfahrung, schmeißen sie alles so energetisch zur Seite und fangen ganz wieder von vorne an. Weil es geht eben um den Prozess, wie es im Osten heißt, der Weg ist das Ziel, es geht darum um das Gehen, es geht nicht um das Ziel selber. Es geht um die Bewegung, um die Transformation, um Evolution eben. Gut, so viel zu den Yoga-Richtungen. Kann man selber nachlesen, wenn sich jemand interessiert für die verschiedenen Wege. Das Ziel des Hatha-Yoga oder das endgültige Hatha-Yoga ist eben das Raja-Yoga, was Patanjali beschreibt. Die ersten paar Jahre, 5 bis 10 Jahre, sind alles Vorbereitungen, dass man den Körper, Geist vorbereitet, dass man stundenlang dann meditieren könnte, ohne dass die Beine einschlafen, ohne dass man Hunger kriegt oder sonstige Sachen. Und ohne, der wichtigste Störfaktor ist ja unser Kopf, unser Gehirn, wie ihr bei dem ordentlichen Pranayama merkt, der uns immer ablenkt, der uns viele verschiedene Sachen vorschlägt, an die wir denken könnten oder planen könnten. Und das, seine wichtigste Aufgabe in den Morgenstunden ist es eben, uns abzulenken von der Konzentration auf die Atmung. Okay, dann zu den Sutren zurückgekehrt. Ich werde die einzelnen vorlesen, beziehungsweise ist das Buch auf Russisch, ich werde sie gleich übersetzt ansagen und dann die Sutra kurz ansprechen, was sie denn bedeutet. Die Yoga-Sutren sind in 4 Kapitel aufgeteilt, die Padas heißen. Das erste Kapitel heißt Samadhi-Pada, da wird das eigentliche Yoga beschrieben, da wird die Psychologie des Menschen beschrieben. Was denn eigentlich Samadhi ist, beschreibt er im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel beschreibt er, wie man dieses Samadhi erreichen kann. Und dritter und vierter Kapitel beschreibt er eben die Siddhis und die Eigenschaften, Möglichkeiten, die man dadurch erreicht, die ein Yogin, der sich weiterentwickelt bzw. schon sehr viel erreicht hat, was man für Möglichkeiten, was man für mentale, physische Kräfte und auf Deutsch gesagt fast Zauberkräfte, kann man das so übersetzen, bekommt. Solche Sachen wie, das ist ein ziemlich ernstes Buch und auch ernst zu nehmen. Und wenn er beschreibt, dass ein Yoga sich winzig klein machen kann wie ein Atom, dass er sich riesengroß machen kann wie ein Berg, dass er Riesenkräfte bekommen kann wie ein Elefant und solche Sachen, dann hat es schon einen bestimmten Hintergrund. Also das sind keine Erfindungen sozusagen von ihm, das ist ein wissenschaftliches Buch. Im Samadhi-Pada sagt er im ersten Kapitel Adha Yoga Nushasama. Jetzt wird das Yoga offengelegt. Das ist das erste Satz. Der erste Satz. Manche Kommentatoren oder Kommentatoren heißt es, die Kommentare schreiben, sagen, dieser Satz bedeutet, es muss etwas vorher folgen, weil er sagt, jetzt beginnt das Yoga oder jetzt wird das Yoga offengelegt. Kann bedeuten, dass der Mensch im Vorfeld schon eine bestimmte Ausbildung genossen hat, schon eine bestimmte Ahnung hat, schon vorbereitet wurde, um die Yoga-Weisheiten, um das Wissen über Yoga überhaupt aufnehmen zu können.
In der zweiten Sutra, ist eigentlich die wichtigste und die bekannteste, heißt Chitta. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Also in vier Wörtern beschreibt er das ganze Yoga. Yoga ist, das ist es nicht, Chitta. Chitta ist der Inhalt des Kopfes, der Inhalt der Gedanken. Hier haben wir das Wort Chi drin. Da bedeutet dieses Chi. Also Chitta. Vritti bedeutet so viel wie Vibration, Drehung, Bewegung, was ich in der Früh bei den Asanas angesprochen habe. Parivritta heißt umgedreht, also verdrehte Asana. Also dieses Vritti bedeutet Bewegung, Veränderung, Verdrehung. Nirodha bedeutet, also Ni bedeutet nicht, Rot bedeutet Entstehung oder entstehen lassen. Rot, wisst ihr vielleicht, ist der slawische Gott, ist der slawische Vater des Universums, also gleichzusetzen mit dem Brahma. Im Deutsch haben wir das Wort Roh, vielleicht hat es auch dieselbe Wurzel oder dieselbe Bedeutung, bedeutet einfach Wachstum oder Entstehung. Nirodha, also das Nicht-Entstehen-Lassen, der Fluktuationen werden sie auch oft gesagt oder Vibrationen, des Inhaltes des Kopfes oder ganz einfach gesagt das Stillstehen der Gedanken, das ist Yoga, also oder die Kontrolle über die eigenen Gedanken und das Nicht-Entstehen. Warum ist es so? Weil ihr im dritten Satz sagt, also wenn man euch fragt oder wenn man Patanjali fragen würde, was ist Yoga, dann würde er sagen, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Im dritten Sutra sagt er, Tada Drashtu Svarupa. Tada Drashtu Svarupa Avasthama. Tada bedeutet dann, also auf Russisch тогда, dann. Drashtu bedeutet der Sehende. Oder damit bin ich gemeint eigentlich, oder der Seher. Weil es gibt ein Objekt, es gibt den Seher oder den Betrachter. Und der dritte Aspekt ist die Betrachtung selber oder das Sehen. Also das Beobachten, das Wahrnehmen ist aus diesen drei Aspekten zusammengesetzt sozusagen. Drashtu ist der Sehende, damit ist aber nicht nur der Mensch zu verstehen, sondern das universelle Bewusstsein. Sva bedeutet himmlisch oder Himmel, habe ich bei der Hatha Yoga Stunde erklärt heute. Rupa bedeutet Form. Avasthanam bedeutet verstärkt bleiben, sich verfestigen. Der komplette Satz bedeutet ungefähr folgendes. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Wenn die Vibrationen im Gehirn nicht entstehen, dann sieht der Sehende seine himmlische Form und verfestigt sich in diesem Sehen. Seine himmlische, seine göttliche Form, oder dann sieht er die Realität sozusagen. Weil die Gedanken, die machen so einen Vorhang um das Sehen, das ist diese Illusion, dieses Maya, und die Gedanken stören das Sehen der Wirklichkeit. Weil Realität und Wirklichkeit sind auch zwei verschiedene Sachen, vielleicht kommen wir dann noch dazu. Also ist hier verständlich, um die Realität zu sehen, müsste man die Fluktuation der Gedanken und die Vibration stillstehen zu lassen. Warum der Sehende und seine göttliche oder himmlische Form? Man sagt, dass Patanjali aus der Schule der Sankhya viel entnommen hat, beziehungsweise hatte vielleicht zu dieser
Schule selber dazugehört. Sankhya, ich weiß nicht, ob man es auf Englisch und auf Deutsch so richtig schreibt. Die Philosophie der Sankhya, die bedeutet einfach, es gibt einen Purusha. Es gibt die Prakriti. Purusha ist das kosmische Bewusstsein, eine Form, vielleicht so eine menschliche, eine Persönlichkeit, so ist besser ausgedrückt. Purusha ist eine Persönlichkeit, die lediglich aus einem Bewusstsein besteht. Das ist der Beobachter. Und Prakriti, das ist der männliche Aspekt des Universums, sagt man so in der Sankhya-Schule. Und das Universum oder die Schöpfung hat ja zwei Pole, auch die weibliche Form, das ist eben Prakriti. Prakriti ist kein Bewusstsein, Prakriti ist zum einen die Energie, die unser Kosmos oder Universum schafft, zum anderen ist Prakriti auch die ganze Materie, die wir hier sehen. Und man hat den Philosophen der Neuzeit eine Falle gestellt, indem man ihnen die Frage gestellt hat, was hat Vorrang, Bewusstsein oder Materie? Und die fangen dann an zum Streiten. Manche sagen, das Bewusstsein ist wichtiger und war zuerst da, danach die Materie. Andere sagen, die Materie schafft das Bewusstsein. Im Grunde genommen irren beide Seiten. Im Grunde genommen ist es so, dass die Eigenschaft jeder Materie Bewusstsein ist. Also es gibt kein Erster, Zweiter oder so, oder was das andere geschafft hat. Eins ist die Eigenschaft des anderen. Die sind unzertrennlich. Und so sagen die Sankhyaika, die Leute, die dieser Schule angehören, sagen, Purusha taucht in die Prakriti ein, um Erfahrungen zu sammeln, um sich zu verwirklichen. Und durch dieses Eintauchen in die Prakriti, die auch Maya bedeutet oder genannt wird, in die kosmische Illusion, bringt den Purusha dazu, sich zu vergessen oder zu vergessen, wer er eigentlich ist. Wie auch jeder von uns, wenn er in diese Welt reinkarniert, auch vergisst, wer er eigentlich ist und lebt eine Persönlichkeitsform aus in dieser Inkarnation, die für ihn richtig ist und in der er bestimmte Erfahrungen sammeln kann. Aber jeder von euch spielt eine Rolle und euer wahres Ich ist ein ganz, ganz anderes. Dazu müsste man oder sollte man kommen durch bestimmte Praktiken und Techniken. Man müsste mehrere Jahre Yoga praktizieren und sehr streng und effektiv praktizieren, um sich an sich selber zu erinnern, wer man wirklich ist eigentlich. Und so geschieht es im ganzen Universum, dass das kosmische Bewusstsein in die Materie eintaucht und sich selbst als Materie sieht, weil im nächsten Satz bedeutet, sagt er, das machen wir kurz weg. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Gedanken bestimmte Bilder projizieren, wenn Gedankengänge ablaufen, sieht er seine göttliche Urform nicht, Purusha, beziehungsweise auch der einzelne Mensch, dann geschieht folgendes. Vritti, das ist der Satz oder Sutra 4. Man schreibt das oft auf, so auf mit einem Punkt, das hat, von, ist, stammt von der Sanskrit-Schreibweise. Weil im Sanskrit ist es grob gesagt so, man schreibt die Konsonanten und manche Vokale werden als Buchstaben ausgeschrieben, manche Vokale werden nur durch bestimmte Striche oder Linien ersetzt. Okay, machen wir hier weiter. Vritti Sarupaya, schreibt man so. Итарата. Ansonsten, so einfach ausgedrückt, ansonsten betrachtet ihr diese Chitta-Vritti, das Bewusstsein, als sich selbst.
Also ihr denkt, ich bin diese Gedanken, ich bin es. Zum Beispiel, wenn ich diesen Körper sehe, denke ich, bin ich dieser Körper. Wenn ich denke, dass ich schlecht bin oder mir dieses Bild vor Augen führe, egal, oder irgendeine andere Eigenschaft mir gebe oder eine andere Bewertung mir gebe, dann bin ich auch diese Bewertung, sozusagen. Das ist das Spiel des Bewusstseins, so arbeitet es. Egal, was sich das Bewusstsein von sich vorstellt oder denkt, welche Konzepte es von sich schafft, das wird auch seine Wirklichkeit. Oder Realität sozusagen. Wirklichkeit ist nicht Realität. Warum? Weil Re ist eine Wiederholung. Realität. All ist zum Beispiel alles, das Kosmische, das Göttliche. Und durch die Gedanken schafft man sich eben diese Realität. Die Wirklichkeit liegt dahinter. Die Wirklichkeit ist dieses Svarupa, seine kosmische, himmlische Form. Okay, dann gehen wir weiter. Er sagt im fünften Satz, Vritaya, Panchataya, Klishta Aklishta, ich muss ein bisschen zudecken, weil sonst regnet es hier rein. Diese Vritti, die den Gedankenprozess ausfüllen, sind fünffach, also Pancha bedeutet fünf. Es gibt fünf von ihnen und sie können schmerzhaft, also Klesha oder Klisha bedeutet schmerzhaft. Bitte? Klischi, ja, sind Zecken auf Russisch, Klesch. Oder Klischee auf Französisch hat auch bestimmt irgendwie so einen Zusammenhang damit, mit diesem Wort. Auf Sanskrit heißt es einfach Schmerzen oder Verunreinigung des Bewusstseins. Und Aklishta ist halt die Verneinung. Also diese Vritti können schmerzhaft bzw. unschmerzhaft sein oder anders übersetzt, sie können verunreinigend oder rein sein. Aber im Grunde genommen bleiben es immer noch diese Chitta-Vritti. Das ist der Inhalt eures Gehirns oder der Inhalt eurer Gedanken, er ist fünffach. Und jetzt als nächstes gucken wir uns diese fünf Aspekte der Gedanken oder des Kopfinhaltes sozusagen an. Und alles, was ihr denkt, kann man in diese fünf Aspekte einordnen. Genial. Ja. Hat Sankhya irgendwas mit Sankha zu tun? Oder irgendeine Verbindung? Ich denke nicht. Sankha, was man im Buddhismus kennt, bedeutet einfach Versammlung oder eine Gruppe von Menschen. Sankhya ist schon was anderes, weil da ist KH drin. San bedeutet einfach mit oder zusammen. In Sangha ist es GA, Sangha. Ga bedeutet Weg oder Zusammenkunft. San zusammen, Kunft, Sangha. Und Khya, das Kha bedeutet, denke ich, was anderes. Das bedeutet irgendwie was Bewusstseinsmäßiges oder Philosophiemäßiges. Sowas. Okay, der erste Inhalt. Er sagt, also der erste Inhalt oder der erste Aspekt ist das richtige Wissen. Beim richtigen Wissen ist es so, dass ein Objekt, der in eurer Außenwelt ist, genau dem Objekt entspricht, der in eurer inneren Welt abgebildet ist von diesem Objekt. Also richtiges Wissen heißt, ich sehe diese Kabelrolle und ich nehme diese Kabelrolle als Kabelrolle wahr. Auch alle anderen Gegenstände, die ihr seht, die ihr betrachtet, die ihr wahrnimmt, nicht nur durch das Sehen, sondern auch durch das Riechen, Hören, durch alle fünf Sinnesorgane, heißt es richtiges Wissen. Durch die eigene Wahrnehmung, das schreibe ich hier so E, wie eigene Wahrnehmung,
Es gibt richtiges Wissen durch einen, wie soll man sagen, durch eine Schlussfolgerung. Oder ein anderes Beispiel, nicht mit der Kabeltrommel. Ich gehe hinter den Berg und ich sehe, dass dort ein Feuer brennt, ich sehe das Feuer. Also ist es richtiges Wissen, eigene Wahrnehmung. Zweiter Aspekt, Schlussfolgerung, ich sehe, dass hinter dem Berg Rauch aufsteigt und daraus kann ich folgern, dass dort ein Feuer brennt. Hier ist es auch das Gleiche, es gibt das Objekt, das Lagerfeuer und es gibt mein Wissen über dieses Objekt. Und dritter Aspekt ist es durch eine Erzählung, schreibe ich mal so. Ein anderer Mensch hat dieses Feuer gesehen und geht zu mir und sagt, hinter dem Berg brennt ein Feuer. Ich habe es nicht gesehen, ich habe auch dasselbe durch Schlussfolgerung nicht ergründet, dass es ein Feuer gibt, sondern ein anderer Mensch hat es mir erzählt. Die Voraussetzung hier ist es, dass der Mensch mir die Wahrheit sagt über dieses Objekt, das irgendwo existiert. Das ist richtiges Wissen. Wenn es das richtige Wissen gibt, dann gibt es auch das unrichtige Wissen. Unrichtiges Wissen braucht auch ein Objekt, aber meine Wahrnehmung und meine Gedanken über das Objekt entsprechen nicht der Tatsache dieses Objektes. Das ist eben diese, wenn der Mensch was anguckt und er sich täuscht. Vielleicht folgendes Beispiel. Ein Bienenzüchter hält eine Drohne für die Königin. Also die Drohne ist nicht die Königin, aber in seiner Betrachtungsweise und in seiner Denkweise liegt ein Fehler vor. Es gibt einen wirklichen Gegenstand in seiner Außenwelt, also die Drohne, aber in seinem Kopf nimmt er sie als Königin wahr. Er täuscht sich. Ein anderes Beispiel, was im Yoga Vasishtha oft beschrieben wird, ein Mensch sieht in einem dunklen Zimmer ein liegendes Seil und er denkt, das ist eine Schlange. In seinem Kopf ist eine wirkliche Schlange, so dass er auch Angst verspürt, also Emotionen verspürt. Das ist eben unrichtiges Wissen. Das Objekt entspricht nicht dem, entspricht nicht meiner Vorstellung über dieses Objekt. Ist unrichtiges oder falsches Wissen. Dann gibt es einen Inhalt der Gedanken oder des Kopfes, wo es kein Objekt in der Realität existiert. Das ist die Fantasie. Zum Beispiel, ich denke mir irgendwelche Pferde mit Flügeln aus oder Gnome und Zwerge, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das basiert zum einen auf meinen Erfahrungen, die ich vielleicht gesammelt habe, aus meinen Gedanken, aber ich modifiziere diese Erfahrungen und bilde aus meinen Erfahrungen eine neue Realität, wo es kein entsprechendes Objekt in der Realität existiert. Also Fantasie als dritter Aspekt des Inhalts. Der vierte Aspekt ist, heißt auf Sanskrit Nidra, also Schlaf oder Traum, besser Traum gesagt. Träume sind auch ein Inhalt des Bewusstseins oder Inhalt der Gedanken, ist auch man kann es nicht genau sagen, ob das jetzt zur Fantasie gehört oder ob das andere Welten sind. Oft heißt es so, dass der Mensch in seinem Navi-Körper, im Astralkörper auf Reisen geht und in der Traumwelt bestimmte Sachen erlebt, bestimmte Bilder sieht und Geschichten sieht, die keine Fantasie sind. Die sind kein unrichtiges Wissen, weil wir in unserer Realität kein passendes Objekt dafür haben oder entsprechendes Objekt dafür haben. Und es ist eben die vierte Form, also die Form irgendwelcher Informationen, Bilder oder Geschichten als Traum. Und fünfte Form des Kopf-Gehirn-Inhalts ist, auf Sanskrit heißt es Smriti oder ja, Gedächtnis, also meine Erinnerung. Erinnerung. Alles, was ihr denkt oder jemals gedacht habt, jeder eurer Gedanken, sagt Patanjali,
jeden eurer Gedanken könnte man in eins dieser fünf Aspekte unterordnen. Also ihr beschreibt keine anderen, die es geben könnte. So beschreibt ihr die ganze Psyche des Menschen. Und nach manchen Meinungen ist es so, dass man jedem gut ausgebildeten oder, soll man sagen, gesund denkenden Psychologen durch dieses Patanjali-Buch, durch die Yoga-Sutren von Patanjali, die komplette Psychologie des Menschen erklären könnte. Und viele greifen auch dazu, um viele Sachen zu verstehen, wie die Psychologie des Menschen arbeitet, wenn sie jetzt durch die Schulbücher oder durch die Schulwissenschaften in Psychologie nicht dahinter kommen. Hier ist von A bis Z die Arbeit des Bewusstseins des Menschen beschrieben und man kann auch hier Probleme des Menschen verstehen, wenn man hier seine Beschreibungen, also von Patanjali die Beschreibungen nimmt. Okay, das sind die fünf Eigenschaften. Dann machen wir weiter. Oder habt ihr zu diesem Abschnitt noch Fragen oder Anmerkungen? Ich meine, eine Anfrage, und zwar, also gibt es ein Naturvolk, die Aborigines, ich glaube, das ist bekannt, und bei denen ist eine weit verbreitete Meinung, dass die Realität, die wir als Realität betrachten, ein Traum ist, und der Traum bei den Aborigines die Realität ist. Ja. Was sagen denn die Wesen zu dieser Ansicht? Also gibt es da Parallelitäten oder Reflexionen, die vielleicht ähnlich klingen? Ähnliches ist Folgendes zu sagen. Man kann den Traum, es gibt drei verschiedene Träume, nach denen, wie es die Vedisten in Russland deuten. Es gibt den kaleidoskopischen Traum, wie ein Kaleidoskop. Das sind kurze, unzusammenhängende Bilderabfolgen, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Dann gibt es Träume, die aus dem Unterbewusstsein, aus der Erinnerung irgendwie auftauchen und bestimmte Lebenssituationen widerspiegeln. Und es gibt einen Traum, wo man sein Bewusstsein auf einen anderen Körper also überbringt oder versetzt, zum Beispiel auf den Astralkörper, und im Astralkörper andere Welten bereist und dort Erfahrungen sammelt. Das ist auch schon näher einer bestimmten Realität, weil die Welt Navi oder die Astralwelt ist eigentlich da, wo alles herkommt. Also da werden bestimmte Programme oder Matrizen gebildet sozusagen für unsere reale Welt. Und die reale Welt, man sagt Maya oder auf Russisch Morag dazu, ist eben diese Illusion. Und viele Radnavira, also die russischen Vedisten oder die halt diesem Stammesglauben folgen oder darüber sprechen, sagen, dass dem Menschen eigentlich ein Drittel seines Lebens als Meditation eh schon von Natur aus gegeben ist. Wenn wir richtig träumen würden, ich glaube, so klar träumen kommt dem näher, dem Begriff, dann könnten wir also jeden Schlaf als Meditation nutzen. Also durch das Einschlafen geht unser Bewusstsein auf unseren Astralkörper und wir bereisen andere Welten, das ist nichts anderes als Meditation. Oder wir machen es durch Anstrengungen in einer Asana, durch Atemübungen, müssten wir uns, ganz, ganz wichtig ist es, dass man seinen Navi-Körper mit Prana aufbaut, dass man diese Energie als Treibstoff bekommt. In der Großstadt ist es fast nicht möglich, klar zu träumen oder zu meditieren, weil in der Großstadt sind wir energetisch ausgezehrt, dass unser Navi-Körper, wie ein Auto Benzin braucht, braucht der Navi-Körper auch Energie. Erst wenn man ihn stark aufladet, kann man reisen. Und bei uns ist das Auto immer mit einem leeren Tank. Auch wenn wir was träumen, ist es kurzfristig, diese Navi-Erfahrungen, oder nur ganz selten, nach einem starken Training kann es sein, wenn man seinen Navi-Körper aufgebaut hat, auch nach so ganz, ganz anstrengenden Kampfsport, so Trainingseinheiten, hatte ich ein, zwei Mal so dieses Erlebnis, wo man beim Einschläfern merkt, man schwebt aus seinem Körper raus, aber das dauert zwei, drei Sekunden und dann geht es weg. Dann verliert man sich in seine Erinnerung, beziehungsweise kann man sich später nicht mehr daran erinnern. Andere Methodiken gibt es dafür, die sind ja etwas, wie soll man sagen, unüblich, wie man mit seinem Navi-Körper auf Reisen gehen kann, künstlich. Ich habe von einer Bahn in Russland gehört, wo man dann auf
ziemlich hohe Grade aufgeheizt wird und danach sich kalt abduscht. Das ist so eine extreme Hitze, nicht mit der normalen Sauna zu vergleichen. Eiskalt ins Wasser reinspringt oder sich abduscht und dann auf so eine Schaukel gelegt wird und wo man eh jetzt schon irgendwie das Bewusstsein hin und her schwankt und schwebt, durch diese Schaukel wirft es den Navi-Körper von einem aus dem Körper raus und der hat so eine kurzzeitige Astralwelterfahrung dadurch, nach dieser Sauna. Mit solchen Sachen denke ich, ist aber nicht zu spaßen, weil der Navi-Körper, wenn er dann austritt, sagen wir mal so, ist mit unserem Körper durch eine feinstoffliche Schnur über unseren Bauchnabel verbunden. Und die Leute, die sich mit der Astralwelt spielen, es gibt da Astralwesen oder Parasiten, die diese Schnur anschneiden und dadurch, wie soll man sagen, wie eine Qualle ihre Fänge da reinbringt, schaffen sie es, den Menschen dadurch zu beeinflussen über die kaputte Nabelschnur. Das, die Menschen nennt man dann Besessen oder Besessenheit. Wenn Astralwesen über diese Menschen halt zu kontrollieren beginnen. Also da müsste man sehr viele Sicherheitsmaßnahmen treffen, ja, bevor man das praktiziert. Also was zu schamanischen Trommeln in dem Bezug zu sagen, geht das auch in die Richtung? Das geht auch in die Richtung, bloß es gibt die helle Navi, was Slavi oder die Valhalla, die Welt der Halbgötter bezeichnet wird, also die helle Astralwelt. Und es gibt die niedere Astralwelt, der Reich der Toten, Reich der Naturgeister und sowas. Und die schamanischen Trommeln, die aktivieren mehr die unteren Chakren. Und die Chakren sind als Tore zu verstehen. Und wenn der Schamane durch die unteren Chakren in die Astralwelt hinausgeht, dann trifft er sich dort mit den Toten, mit den Verstorbenen, mit den Geistern der Natur sozusagen. Aber weil die Navi-Welt aus mehreren Schichten besteht, müsste man sich durch Praktiken zum einen durch andere Chakren nach außen gehen, zum anderen, wenn ihr im Traum merkt, das ist ein Klartraum und ich weiß, ich bin jetzt in meinem Navi-Körper hier, dann müsste man als Ratschlag durch das Mantra Om sich nach oben zu bewegen versuchen. Also in der Astralwelt reist man nicht horizontal wie bei uns, da müsste man vertikal reisen und möglichst höhere Schichten dieser Welt zu erreichen. Das ist wie so ein Schichtkuchen. Unten sind die Infrarotspektren mit grober Energie, wo hungrige Geister leben und wohnen sozusagen. Oben wohnen die Halbgötter. Da ist die helle Energie. Die Vibrationen sind einfach feiner oder höher. Wie man beim Radio einen bestimmten Kanal fängt, durch das Drehen an dem Sensor, so kann man durch die eigenen Vibrationen, durch die eigene Energie diese Kanäle öffnen in die oberen und helleren Welten, die wo mir weniger was anhaben oder sogar mir irgendwelche Dienste anbieten oder mir in die unteren Welten dann reisen. Ja. Es ist dann noch ein... Ja? Ich habe da eine Frage zu dem Traum. Also ich träume eigentlich jede Nacht und manchmal auch kriege ich dazu, also meinen Traum selber also zu verstehen, dass ich träume. Ja. Und die Sache ist aber, das passiert nicht bewusst, sondern unbewusst. Aber wenn ich das dann verstehe, dann werde ich dann direkt innerhalb von ein paar Sekunden aus dem Traum geworfen. Ja, ja. Warum kann ich nicht da drinnen bleiben? Weil ich würde das gerne... Weil du diese Erfahrung noch nicht hast, du müsstest... das ist auch wie eine Übung oder wie ein Training. Ja. Wenn man im Traum merkt, ich träume jetzt, ich bin jetzt in einem Garten oder im Wald, man versucht als... Man versucht sich zu kontrollieren, dass man absichtlich, dass der Traum nicht automatisch abläuft, sondern jetzt gehe ich mal nach rechts, versuche nach rechts zu gehen. Jetzt gehe ich mal nach links, versuche nach links zu gehen. Bei mir ist es eben auch so gewesen, sobald man merkt, hoppla, jetzt passiert was und ich bin bei Bewusstsein im Traum, schaltet sich oft einmal alles ab. Das ist aber auch zu unserem Schutz, weil in der Traumwelt oder im Astralkörper würden wir uns ganz anders verhalten. Wir würden den Sinn dieses Traumes gar nicht erfüllen. Wir würden uns verspielen dort drin. Weil dort gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Spielzeuge, so viele, wie man so ein Kind mit einer Rassel irgendwie ablenken kann, würde man jeden von uns dort, auch mich, irgendwie ablenken und auf die falsche Fährte sozusagen bringen. Deshalb denke ich, ist es wie so ein Sicherheitsschalter, der dann umgelegt wird, damit man keine Faxen dort in der Astralwelt macht.
weil eben man kann da auch Probleme bekommen hinterher. Das ging mir auch so. Ich hatte das auch, also ich habe mal von jemandem gehört, du musst dir einfach mal am Tag oder mal im Laufe der Woche, jeden Tag fragst du dich, träume ich oder bin ich wach? Und dann, wenn du schläfst, dann fragst du dich das selber im Traum und dann realisierst du, dass du im Traum bist. Und dann war es bei mir auch so, dann habe ich halt auch umgespielt und dann auch eine kurze Zeit abgebrochen. Ja. Weil das Abbrechen passiert vielleicht dadurch, es ist ja ein Bewusstseinssprung, dieses Klarträumen. Dein Bewusstsein ist am, wie Patanjali das auch beschreibt, müsste ich gleich auch dazu kommen. Wir haben ja viele feinstoffliche Körper. Jetzt, in diesem Zustand gerade, befindet sich unser Bewusstsein auf diesem Körper. Und man denkt, man ist der Körper. Im Traum kann das Bewusstsein auf den Astralkörper überspringen. Man denkt, man ist der Astralkörper, man kann ihn bereisen. Aber vielleicht ist es so, wenn man denkt, hoppla, jetzt bin ich dort, dass das Bewusstsein wieder zurückfällt. Das passiert in der Meditation auch. Wenn ich das jetzt aufschreibe, vielleicht wird es auch noch deutlicher. Als erstes der Begriff Jivatma. Jivatma ist ein selbstleuchtender, immer ewiger, unzerstörbarer Funke des Gottes oder des Urvaters. Jeder von uns ist dieser Funke, der ihm gleich in der Eigenschaft ist, jedoch nicht in der Kraft und Mächtigkeit sozusagen. Wie ein kleiner Funke im Feuer ein Teil des Feuers ist, doch er ist nicht so heiß wie das Feuer und kann nicht so viel bewältigen. Der Schöpfer, kann man so sagen, um möglichst viel Erfahrungen zu sammeln im Universum, streut sich in viele dieser Jivatmas auf oder in viele dieser Funken. Und diese Funken ziehen dann wie Kleidung diese Koshas auf. Anma Kosha. Im Russischen haben wir immer noch den Begriff Koja mit J bedeutet Haut. Kosha bedeutet Hülle. Die Jivatma zieht sich verschiedene Körper und Hüllen an, um eben, jeder Anzug ist wie ein Raumfahreranzug zum Beispiel, muss ich anziehen, damit ich Weltraum kann. Ich muss diesen festen Körper anziehen, damit ich diese feste Welt erleben kann. Ich muss den Äther- oder Astralkörper Pranamaya Kosha anziehen, damit ich die Astralwelt bereisen kann. Es ist wie so ein mit einem Raumfahreranzug zu vergleichen. Und die Jivatma, um eben Erfahrungen zu sammeln, zieht sich diese feinstofflichen Körper an und taucht in die Inkarnation sozusagen, wird hier geboren. Also sind wir hier dann mehr oder weniger gefangen am Anfang, bis wir anfangen Yoga zu praktizieren. Und Samadhi ist für Patanjali folgender, soll ich sagen, Prozess. Wenn das Bewusstsein, das sich am Anfang anfänglich hier befindet, durch eine Konzentration, zum Beispiel auch auf die Atmung, auch bei der Konzentration passiert es, deshalb trainieren wir das jeden Morgen, dass wir den Sprung machen, bei klarem Bewusstsein, nicht durch das Einschlafen, beim klaren Bewusstsein auf den nächsten Trigger. Also das sind Trigger des Bewusstseins, kann man so sagen, unsere feinstofflichen Körper. Dann hier dazwischen beschreibt Patanjali, spricht so ein Mekha, nennt er das, oder so eine Wolke, oder so ein Zustand, wo man sich im Nebel befindet und in der Zwischenphase. Wenn man sich nicht genug anstrengt oder wie das bei dir im Traum war, fällt man zurück aus dieser Wolke sozusagen oder man schafft den Sprung auf den nächsten Körper. Das ist auch eine Dimension für sich, eine ganze Welt für sich. Und so wie wir hier unsere Eigenschaften sammeln in der festen Welt, in der materiellen Welt, könnten und müssten wir in der Astralwelt unsere Fähigkeiten, Eigenschaften sammeln und da auch bestimmte Erfahrungen sammeln, um zu evolutionieren. Deshalb ist es in den Yoga-Büchern oder in den Veden oft die Rede davon, dass ein Praktiker sich Monate oder Jahre lang im Samadhi befindet. Also er lässt seinen Körper hier und geht auf Reisen, weil er dort auch ziemlich was zum Erledigen hat oder viel zu tun hat sozusagen. Wenn er hier wieder was zu tun hat, kehrt er zurück und macht hier seine Geschäfte, Sachen und alle anderen. Und dann geht er wieder in die Anderswelt. Und so ist es ein Prozess, sagen wir mal hier. Danach muss er hier, zum Beispiel, wenn er da raus will, auf dieser Ebene, dann muss er hier weiter meditieren,
muss sich weiter konzentrieren, weil hier denkt er dann, wie wir am Anfang gesprochen haben, ich bin der Pranamaya Kosha. Also die Jivatma denkt, das bin ich. Man muss sich weiter meditieren, weiter praktizieren, bis man den Sprung auf Manomaya Kosha, also Manas, Körper der Gedanken, heißt, es ist wie ein Magnetfeld im Inneren des Schädels, so ein Kraftfeld sozusagen. Manomaya Kosha hat dann schon die Form einer Kugel. Das hat jetzt Hände und Füße und einen Kopf. Pranamaya Kosha, der Ätherkörper, ist so mehr rundlicher, oder unsere Aura hat schon eine etwas andere Form. Die haben schon alle Kugelform und Jivatma hat entsprechend auch keine Form, weil dort in der Dimension, wo die Jivatma existiert, gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und gibt es diese Verständnisse und Begriffe nicht. Und so schafft man durch mehrere Sprünge, wenn man da raus will, auf die Anandamaya Kosha raus. Und man kann, wie Patanjali schreibt, in jedem Zwischenreich, entweder man springt weiter und man bewegt sich hier in diesem Körper, oder man kann zurückfallen. Und Samadhi ist eben der Zustand des Überspringens von einem Träger auf den anderen. Deshalb gibt es verschiedene Ebenen oder verschiedene Level von Samadhi. So, diese Sachen beschreibt er im Samadhi-Pada. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich gucke mal rein, was wir dann als nächstes sehen. Ja, oder Frage. Wie heißt nochmal die Wolke? Wie heißt der Begriff? Mekha. Mekha wird immer als Wolke übersetzt. Ja, also, aber es gibt doch diesen Begriff Merkaba. Was bedeutet das? Das ist aber Wissenschaft. Strahlkörper. Aha. Ja, ich habe das schon gehört, aber ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Merkaba, ist das nicht so eine Wissenschaft, wie man meditiert und sowas? Ist Astral-Feinkörper. Es sind zwei geometrische Figuren, zwei Dreiecke, die einander aneinander greifen. Aha. Und sehr interessant, aber es scheint sehr viel aus einer und derselben Kultur zu stammen. Das spiegelt sich wieder. Genau. Es ist eben so, bei vielen Sachen, sei es denn, wenn ihr Astrologie lernt, Biologie oder eben Yoga, um ein Verständnis zu bekommen, müsstet ihr viele verschiedene Bücher oder verschiedene Schriften von verschiedenen Leuten zum gleichen Thema aussuchen. Dann habt ihr ein ganzheitliches Bild, weil vieles eben zerstückelt und zerbrochen wurde, und diese Bruchstücke, dass man die wieder zusammensammelt, müsste man aus verschiedenen Quellen was sammeln. Und die Sachen, wo sich zusammen überschneiden, wo man Parallelen findet, das geht schon näher Wahrheit sozusagen. Und man kommt ein besseres Bild, besseres Verständnis für eben dieses eine Buch, wenn ich zwei, drei Bücher hinterher lese. Und wenn ich dreimal das gleiche lese, habe ich dann nicht so viel Verständnis dabei. Genau, zu den Kleshas müssen wir auch, das ist auch ganz wichtig. Er beschreibt hier dann weiter, wie man dieses Nirodha erreichen kann. Also er sagt, es gibt dieses Nirodha, das nicht entstehende Gedanken. Es gibt die Gedanken, mit denen wir uns identifizieren und denken, dass wir diese Gedanken sind oder diese Körper sind. Ein anderer sehr wichtiger Satz, wie man dieses Nirodha erreicht, das ist Satz Nummer 12, Abhyasa. Vairagya. Vairagya Abhyam. Nirodha. Also dieses Nirodha oder dieses Nicht-Entstehende, dann bedeutet dieses. Abhyam bedeutet das Nirodha wird so erreicht oder unterdrückt, bedeutet das Wort Abhyam. Und dann gibt es zwei wichtige Begriffe. Zum einen ist es Abhyasa. Abhyasa bedeutet, sich Mühe zu geben, sich anzustrengen. Und es bedeutet, ständige
Praxis ohne große lange Unterbrechungen, mit Anstrengung, mit Respekt zu der Praxis, um eben dieses Nirodha zu erreichen. Das ist die erste Hälfte oder der erste Schritt, wie man das erreicht. Mit Praxis oder Praktiken meint Patanjali vor allem diese inneren geistigen Praktiken, dass man ständig in dieser inneren Meditation lebt, dass man ständig diese innere Konzentration praktiziert. Wenn ich zum Beispiel das Stillstehen der Gedanken erreichen möchte, muss ich diesen Wachhund, kann man so sagen, im Kopf für mich hinsetzen. Der Inhalt ist der Hof, sozusagen, der Inhalt des Kopfes. Und da setze ich einen Wachhund hin und jeder Gedanke, der von draußen kommt, wird von dem Wachhund verscheucht, sozusagen. Dieses klare Bewusstsein, wie Jesus gesagt hat, seid wachsam, das ist eben so zu verstehen. Also wachsam zu sein, alles zu beobachten, alles zu analysieren, was in meinen Kopf kommt, warum, von wem, weil Gedanken, heißt es oft, sind nicht von uns projiziert oder produziert, sondern die schweben in der Luft wie Wolken und man kann sie einfangen. Also wir haben bestimmte Organe, vielleicht sind es auch feinstoffliche Organe, die wo fremde Gedanken einfangen können. Wenn man das trainiert, passiert es auch, dass es eben diese, soll man sagen, Telepathie, die Menschen früher benutzt haben. Die Gedanken, die eine Form, eine Energie haben und sich materialisieren können, sind nach einer Meinung auch Torsionsfelder, also jeder Gedanke. Abhyasa, also ständige Beobachtung der eigenen Gedanken, ständige Selbstanalyse. Wenn man das sein lässt, auch wie bei der Hatha-Yoga-Praktik, wenn man einen Monat nicht trainiert hat, fällt man sehr schnell zurück, man muss das wieder aufholen und das kostet sehr viel Zeit. Und auch hier dieses Nachlassen soll hier verhindert werden durch diesen Ausdruck Abhyasa, wenn man es erreichen will. Das andere ist Vairagya. Raga bedeutet so viel wie Wunsch, Wollen, sich irgendwo anheften, anklammern, Begehren. Am besten kann man so ausdrücken. Raga ist Begehren und Vairagya ist das Nicht-Begehren, das Loslassen, das Nicht-Anhaften an nichts, an niemand, an keinen Gedanken, auch nicht an meine eigene Praxis und Verwirklichung, sondern ich muss mich von allen Sachen befreien. Weil dieses Raga, dieser Wunsch, etwas zu besitzen, zu begehren, zu tun, zu handeln, bindet mich dann an diese Welt und schafft mir bestimmte Gedankenprozesse. Diese Gedankenprozesse sollen hier aber nicht entstehen, wenn wir die Wirklichkeit sehen wollen. Also durch diese zwei Aspekte, ständige Praxis mit Respekt, Mühe geben, mit Anstrengung und zudem, ich hefte mich an nichts, nicht mal an diese Praxis. Schafft mir das, dass nach einigen Jahren Praxis ich dieses Nirodha womöglich auch erreichen kann. Zu diesen zwei Sachen. Dann werden im Weiteren die Kleshas aufführen. Das ist auch eine interessante Theorie, wie die Kleshas entstehen und warum denn auch das kosmische Bewusstsein und jeder von uns im Maya lebt und in der Illusion lebt, wie das geschaffen wird. Wenn Purusha in die Prakriti eintaucht, als erstes passiert folgende Klesha oder Verunreinigung des Bewusstseins, die heißt Asmita, bedeutet, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig an die fünf Sachen, beziehungsweise die ersten zwei habe ich ab und zu mal verwechselt. Bedeutet, er vergisst, wer er selber eigentlich ist.
Also Asmita bedeutet, er bekommt ein Ego. Also hier wird das Ego geboren. Am Anfang gibt es in diesem Urbewusstsein kein Ich, kein Du und ein gar nichts. Es gibt nur ein Bewusstsein, diesen Beobachter, der alles beobachtet und der alles wahrnimmt. Und wenn er mit Prakriti in Berührung kommt, also zum Beispiel der Geist taucht in den Körper auf und dann wird das Ego geboren. Also ich bin dieser Körper, ich will zu essen, ich will so und so alle Sachen, ich will schön sein. Das ist eben die Arbeit des Egos. Das wird so geboren. Das ist das Klärchen Nummer 1. Und das zweite heißt Avidya. Bedeutet Unwissenheit. Ich müsste nochmal schnell gucken, weil wenn ich nicht, dass ich die beiden Sachen vertausche. Weil es ist wichtig, was als erstes geschaffen wird, als Unreinheit oder Klesha. Zuerst kommt Avidya, richtig. Vidya oder Vedat bedeutet Wissen. A ist die Verneinung, also Avidya, die Unwissenheit, kommt zuerst. Wenn Purusha in die Prakriti eintaucht, wird er unwissend, weil diese Materie, diese Energie der Materie, lässt ihn vergessen, wer er eigentlich ist. Und danach beginnt er sich mit dem eigenen Körper oder mit dieser Materie identifizieren, obwohl er eigentlich das Bewusstsein ist. Danach, wenn es das Ego geboren ist, wie ich gesagt habe, ich bin dieser Körper, ich will das, ich will jenes, wird das Raga geboren, auch als Klesha, als Verunreinigung. Was wir erst gerade angesprochen haben, Raga ist eben Begierde, und eben halt das haben wollen. Warum das Schmerzen, weil Klesha wird ja auch als Schmerz übersetzt, warum das Schmerzen schafft, wenn ich etwas möchte, was mir gut tut, was irgendwie meine Wünsche befriedigt, bin ich im ersten Moment glücklich, wo ich das bekomme, und wenn dieses Glücksgefühl eintritt, möchte die Seele oder das Wesen dieses Erlebnis immer wiederholen und dieses Glück empfinden, immer und wieder, immer und immer durchleben. Wenn es denn auf einen Moment dieses Gefühl nicht bekommt oder diesen Gegenstand nicht bekommt, wird es zornig, wird es böse und dann leidet also das Wesen oder die Seele dadurch, wenn es etwas Gutes nicht bekommt. Aus Raga wird dann Dvesha geboren. Das ist ein H. Dvesha bedeutet Abneigung, Hass, und das ist das Gegenteil von Begehren. Also ich will etwas und hier will ich etwas nicht, ich will es nicht einmal sehen, so auf Russisch ненавиди. Das sind zwei Seiten einer Medaille, das sind zwei Bindungen. Und das heißt, wenn ihr einen Mensch hasst und hasst Gefühle oder Empfindungen gegenüber ihn in euch auftauchen, heißt es, ihr seid an ihn genauso gebunden, als würdet ihr ihn lieben. Also das ist jetzt kein großer Unterschied zwischen Hass und Liebe. Deshalb ist Hass und Liebe, das ist immer so eine ganz kleine Grenze, die oft überschritten wird in Beziehungen, und man ist, einen Tag hasst man sich, den nächsten Tag liebt man sich, dann hasst man sich wieder und liebt sich. Im Grunde genommen ist es Gefangenschaft und Bindung an den anderen. Und wir haben ja vorhin gesagt, Vairagya als Praxis, als Einstellung für seinen Kopf, dass man sich an gar nichts bindet, dass man nichts begehrt. Und das Dvesha, die Abneigung, schafft auch dann als fünfte Klesha die Abhinivesha. Abhinivesha. Abhinivesha ist Angst vor dem eigenen Tod. Das ist bei jedem Menschen so, weil er sich mit diesem Körper identifiziert, weil er bestimmte Sachen haben will. Bestimmte Sachen will er nicht haben, da hat er Abneigung dagegen. Und diese oberen Kleshas schaffen es so, dass der Mensch
Angst hat, diesen Körper zu verlassen. Er hat Angst, diesen Körper wegzugeben, weil er denkt, dass er dieser Körper ist. Das sind Verunreinigungen oder Klesha des Bewusstseins. Und wenn sie so geschafft werden in Reihenfolge, müsste man sie logischerweise auch nur in Reihenfolge auflösen. Der rückwärtige Schritt würde folgendermaßen ablaufen, dass man durch zum einen eigenes Verständnis weiß, dass ich eine Jivatma bin. Ich bin unzerstörbar, unkaputtbar, ich sterbe niemals, ich lebe im Grunde ohne Zeit und Raum. Ich bin ein Teil Gottes, der nur hier die Erfahrungen sammelt in verschiedenen Körpern. Diese Abneigung gegen Alter, Verfall und Krankheit und andere Sachen, die nicht schön sind für den Menschen, diese Abneigung auch beiseite legt, dass man die Angst vor dem Tod eigentlich besiegt, sozusagen. So hat man die erste Klesha besiegt. Angst vor dem Tod, die geht auch weg, wenn man Meditationen durchführt, wenn man weiß, ich bin nicht dieser Körper. Wenn man aus dem Körper rausgegangen ist und seinen Körper von der Seite angeguckt hat und weiß, das ist nur ein Gebilde aus Knochen, Blut und anderen Substanzen, dass ich nicht dieser Körper bin, dann verliert man schon die Angst vor dem Tod, weil man weiß, man geht nur in eine andere Welt über. Und früher in der Kriegerkaste war es so, dass man sogar bei den Kriegern den rechtschaffenden Tod angestrebt hat, weil es heißt, entweder man stirbt den feigen Tod, wenn man nicht kämpft und wird von allen ausgelacht, oder man als Sieger hervorgeht und viel Land dann bekommt als Krieger, oder wenn man auf dem Schlachtfeld umgebracht wird, kommt man gleich in das, was man in Skandinavien und Europa als Valhalla versteht, oder in die helle Slavi-Welt, wo die Menschen als Halbgötter und alle Krieger bei großen Festen und Feiern dann gute Zeit verleben, sozusagen, in guter Gesellschaft. In der Mahabharata gibt es folgende Geschichte, die das sehr gut erklärt, wo es war, glaube ich, 7. oder 8. Tag der Schlacht, wo schon sehr viel Blut geflossen ist, bis zu den Knien ist es offensichtlich gestanden dort am Schlachtfeld. Und die Menschen konnten nicht mehr. Und man hat gesehen, dass die Toten von Apsaras, also Apsara Valkyren, das Wort Valkyre habe ich auch letztes Mal erzählt, Wal bedeutet einfach hochheben, oder wie man einen Wal erhebt. Iri ist das Paradies oder das Valhalla. Und die Valkyren oder Apsara auf Sanskrit haben die Seelen der Toten in den Himmel gezogen. Das sind die schönen Frauen, die dann helfen, ins Valhalla zu kommen, also die einen dort drüber begleiten. Und die übrig gebliebenen Kämpfer auf dem Schlachtfeld haben gesehen, dass die Leute von den Apsaras weggeführt werden. Und weil es für sie so schrecklich war, diesen Krieg anzusehen und sie auch in das Valhalla endlich kommen wollten, haben sie sogar ihre Waffen weggeschmissen und haben sich mit Zähnen und Krallen und mit Nägeln sich gegenseitig auseinandergerissen, sozusagen, um eben ins Valhalla zu kommen. Ist dann jedes Funke von Abhinivesha oder Angst vor dem Tod mehr oder weniger besiegt und besiegelt. Zum Abneigung zum Dvesha gibt es eine andere Geschichte zu erzählen. Ein Schüler hat einen großen Meister ständig verfolgt, ist ihm nachgegangen und hat gesagt, hat eben um Unterricht immer gebeten und darum gebeten, sein Schüler zu werden. Und dann hat er den Schüler in eine Bar eingeladen und hat sich dann ziemlich viel Schnaps bestellt dort und trinkt diesen Schnaps eins nach dem anderen aus. Und der Schüler denkt sich, ja, was ist denn das für ein Meister, der sich hier besäuft? Und dann hat er gesagt, ja, trink du auch halt was, was ist denn mit dir los, sozusagen. Und dann hat der Schüler auch etwas getrunken, hat es natürlich auch als sehr falsch angesehen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du mein Schüler werden willst, ja, folge mir weiter einfach und dann mach alles, was ich dir sage. Und dann gehen sie auf die Straße, aus dieser Bar raus, er zieht seinen Schuh aus und schöpft aus dem Kanal den Schuh voll mit, was im Kanal halt so rumschwimmt und trinkt dieses Wasser aus und sagt, hier, jetzt bist du dran. Und dann hat der Schüler, denke ich, Folgendes gesagt, ja, das ist ja
unglaublich, was du machst. Du bist kein richtiger Meister. Das ist irgendwie alles Unsinn. Das kann ich nicht über mich, weil dann fange ich zum Brechen an oder andere Sachen. Das kann ich nicht trinken. Und dann hat der Meister zu ihm gesagt, sobald du noch unterscheidest zwischen schlecht und angenehm und anwidern und nicht anwidern, solange du noch unterteilst, kannst du nicht mein Schüler werden. Das war praktisch mehr oder weniger so ein Test, um eben die Abneigung zu besiegen. Und erst wenn die Abneigung gegenüber etwas besiegt ist oder Hass gegenüber Menschen besiegt ist, kann man auch sich an die andere Klasse heranwagen, an die Zuneigung und an den Willen. Weil wenn man sich loslöst, gegenüber etwas abneigend zu sein, hat man auch keine Begierden und keinen Willen, etwas zu besitzen. Man ist dann mehr oder weniger, man befreit sich davon. Und wenn man sich von Begierde befreit hat, kann man sich an das Ego heranwagen. Man kann sich durch folgende, nicht Theorien, sondern Betrachtungsweisen sehen und verstehen, es gibt sowas wie Ego ist ja auch falsch. Oder das ist nicht falsch, sondern besser ausgedrückt, das Ego ist illusorisch. Das Ego existiert ja am Anfang und hier noch gar nicht. Das wird hier zum einen geschaffen, damit wir nicht wie Schafe ständig geschoren werden. Das Ego braucht der Mensch auf eine bestimmte, bis zu einer bestimmten Evolutionsstufe, um sich einfach zu verteidigen, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Das muss man als Werkzeug sehen. Auf weiteren Evolutionsstufen wird das Ego abgeworfen und man wird dann altruistisch. Man teilt jede seine Energie, jedes Materielle, was man hat, seine Zeit und alles, was man so besitzt, gibt man einfach weiter weg. Man versucht nichts zu besitzen. Man kämpft dann gegenüber sein Ego und es gibt so einen Begriff, das Ego abstreifen oder abwerfen. Man versteht, ich bin ein Teil des Ganzen, es gibt nicht mich und jene, sondern ich bin jene oder ich bin auch diese Welt oder ein Teil dieser Welt. Und durch diese Schlussfolgerung, wenn das Ego besiegt ist, bekämpft man auch diese Unwissenheit oder Avidya und man wird dann erleuchtet, so grob gesagt, oder man wirft diese Verunreinigung des Bewusstseins ab und verliert sie und wird dann, ja wahrscheinlich, ich habe diesen Ausdruck dort nicht gelesen, zum Vidya, auf Russisch heißt Brahmane Vidun. Und ihr wisst, Veden, der Begriff, sind einfach Bücher, die Wissen in sich angesammelt haben oder ja, konkretes Wissen über die objektiven Gesetze des Universums. Das sind ja eben keine Romane, keine Geschichten, sondern Sachen, die auf Tatsachen beruhen, die wo bestimmte Gesetzesmäßigkeiten beschreiben, auf diesen Gesetzesmäßigkeiten beruhen. Man könnte durch Meditation, wenn man jetzt wissen möchte, wie es früher gewesen ist, es ist nicht nur in den Veden alles gespeichert, sondern auch auf der Akasha-Chronik, weil Veden hat man auch korrigiert, umgeschrieben, übersetzt und so geben sie vielleicht nicht immer zu 100% die Tatsache wieder, die dort gemeint ist, nicht die 100%ige Wahrheit, aber jedes Getane von den Menschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart wird in der Chronik gespeichert, so wie das Unterbewusstsein des Menschen alles speichert, was der Mensch erlebt hat und das heißt, das Unterbewusstsein speichert auch das ab und sieht und versteht, wenn ihr einen Baum anguckt, wie viele Blätter auf dem Baum sind. Und das Unterbewusstsein kann auch sehen und merken, wie viele Haare der Mensch, den ich angucke, auf dem Kopf hat. Kann sie abzählen. Nur das Bewusstsein, weil es nur die Spitze des Eisberges ist, eine kleine, kann das nicht wahrnehmen. Das Unterbewusstsein schon. Das ist auch ein Schutz, weil wenn wir so viel Information auf einmal aufnehmen könnten, würden wir damit nicht zurechtkommen. Deshalb gibt es solche Filter, dass wir nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der Realität wahrnehmen mit unseren Sinnesorganen. Okay, so viel heute. Morgen geht es weiter. Wenn man dieses Vairagya und Abhyasa nicht beherrscht, weil das ist ja auch eine schwierige Praktik, dass man alles abstreift, dass man alles allem lossagt sozusagen. Man ist gewohnt, 30, 40 oder 50 Jahre
so zu leben. Und jetzt muss man auf einmal alle seine Schablonen und alle Denkmuster und das eigene Ich eigentlich abwerfen. Das kann der Mensch eigentlich nicht von heute auf morgen. Und er kann auch diese Praxis, diese geistliche, innerliche Praxis, was man als Abhyasa bezeichnet, auch nicht immer vollführen. Deshalb gibt es einen aufgespaltenen Weg dafür, das Ashtanga-Yoga oder das Ashtanga-Prinzip von 8 Teilen, was mit Yama, Niyama, Asana, Pranayama anfängt, und der 8. Schritt ist dann eben Samadhi, und über Yama, Niyama die ethisch-sittlichen Prinzipien oder Richtlinien. Das ist unser morgiges Thema. Da schließen wir dann dort an, wo wir heute jetzt aufgehört haben. Zu den Sutren. Okay, dann. Oder Fragen noch? Eine kurze Frage. Also, ja. Um etwas abzuwerfen, sagen wir so, die Reichtum oder sowas, ja. Irgendwelche materiellen Sachen. Ich habe mal gehört, das muss man erstmal erleben. Ja. Also, weil, wenn man zum Beispiel auf die höhere Ebene kommt, dann bekommt man ja all diese Siddhi, ja. Und das Erste, was man macht, diese Siddhi benutzt, um das zu materialisieren, was man vorher nicht erlebt hat. Also, da, es ist schon logisch, dieser Grundsatz. Das Abwerfen heißt nicht, ich lasse, genau, dazu gibt es, ja? Ja, dazu ist ganz interessant zu sehen, dass es im heutigen Indien ja einige, sagen wir mal, Leute gibt, die sehr schon sich spirituell entwickelt haben oder mit den Systemen arbeiten, ja. Ganz viel Geld gekommen sind, Maharishi ist ein Beispiel. Und dann sehr extrem der Materie verfallen ich sind. Ich denke, das kommt bei 70% bis 80% der Fälle, wird das so sein. Es gibt eine andere Geschichte aus dem Yoga Vasishtha Buch. Ist auch sehr interessant. Es geht genau um eben dieses Abstreifen oder Abwerfen. Ein königliches Paar, Mann und Frau, haben angefangen Yoga zu praktizieren, sind auch ziemlich weit gekommen, aber auf einer Etappe kommt es auch oft vor, befindet man sich wie in so einer Sackgasse, man kommt nicht weiter. Und die Frau hat es geschafft, sich von allem zu lösen. Dadurch ist sie weitergegangen in ihrer Praxis und höher gegangen in den Yoga-Wissenschaften, so ausgedrückt. Und sie hat ständig meditiert, hat andere Welten besucht und so und im Astralkörper diese Welten auch bereist und hat dem Mann auch über diese Welten erzählt. Und er hat gesagt, ja, du Spinnerin sozusagen, das ist alles bloß Fantasie, du erzählst irgendwelche Kindermärchen, du lebst in einer Kinderwelt. Und sie sagte zu ihm, nein, das kannst du wirklich auch erreichen, aber dazu musst du alles abwerfen und abstreifen. Und dann hat er sein Königreich aufgegeben, ist mit einem Stab und nur mit einer Schüssel in den Wald gezogen und hat im Wald gelebt. Und dann hat er dort auch einige Jahre verlebt und die Frau ist zu ihm gekommen, die war dann noch im Königreich oder im Palast, hat weitergelebt und hat ihm gefragt, ja, hast du denn endlich Erleuchtung erreicht oder nicht? Und er hat gesagt, nein, ich habe jetzt so lange meditiert und ich praktiziere, aber ich habe noch keine Erleuchtung erreicht. Und dann sagt sie zu ihm, ich habe doch zu dir gesagt, du musst alles abwerfen, du musst dich von allem lösen, was du hast. Und der gibt dir so eine Antwort, ich habe mich schon von allem gelöst, wie du das mir gesagt hast. Ich habe mein Königreich abgegeben. Ich habe jetzt nur noch diesen Stab und nur diese Schüssel. Und dann sagt sie, ja, siehst du, du hängst dich immer noch sogar an diesen Stab und an diese Schüssel. Auch wenn du hier als Asket lebst, lebst du noch in dieser Gefangenschaft und du kannst dich nicht mehr von diesem Stab und von dieser Schüssel lösen. Richtige Befreiung ist auch, wenn du in deinem Königspalast lebst und dich trotzdem nicht an die Dinge haftest, sagt sie auch zu ihm. Es ist nicht Befreiung, wenn du als Asket jetzt irgendwo in den Wald ziehst und dich in irgendeine Antilopenhaut kleidest und so oder in ein Tuch. Richtiges Ablegen oder richtiges Vairagya ist, wenn du sogar als König oder als Mensch, der sehr, sehr viel besitzt, es schafft bei dir keine Chitta-Vritti. Du machst dir darum keine Sorgen. Es ist egal, ob du es hast oder du es nicht hast. Du bist immer im Gleichgewicht. Oder deine Seele ist immer gleich. Ob du was bekommst oder was verlierst. Das ist das Wichtige, das richtige Vairagya. Dann kann man auch viel besitzen, aber trotzdem erleuchtet sein und trotzdem sehr viel im Yoga erreichen. Dankeschön. Okay. Andere Fragen?
diese Verbindung mit Prakriti, ja? Das passiert ja mit Jivatma, ja? Das passiert mit Purusha, heißt es. Es heißt, dass die Jivatma auch in die Prakriti eintaucht. Aber Purusha nicht komplett, oder? Doch, er taucht, ja, das ist übertragen zu verstehen. Das ist, er taucht rein, er vergisst sich selbst und danach macht er bestimmte Erlebnisse dort. Er denkt, er ist diese Materie, es sind alle diese vielen Körper, er sammelt Erfahrung, bis er sich an einem Zeitpunkt erinnert, ich bin das nicht, diese Materie, ich bin eigentlich das Bewusstsein, ich bin Purusha. Und dann heißt es, löst er sich wieder von ihr und das passiert nur darum, er hat früher bestimmte Eigenschaften gehabt und danach hat er viel mehr Eigenschaften. Er hat diese Eigenschaft und die Fähigkeit, in die Prakriti einzutauchen und sich zu lösen, ohne über sich selbst zu vergessen. Aber erst wird das geteilt, Purusha, und dann in Materie getaucht, oder? Nein, er ist als Ganzes taucht in die Materie rein. Das ist die Schule des Sankhya. Also verschiedene Schulen erklären das Universum etwas anders. Also es gibt Sankhya, die sagt Purusha und Prakriti, Purusha als Ganzes taucht ein und erlebt das. Und wir sind alle auch Teil von Purusha, unser Bewusstsein. Und unser Körper ist Prakriti. Und so ist es in jedem von uns Purusha und Prakriti vereint. So verständlich. Und dann gibt es die andere Schule, die Advaita. Advaita ist auch Yoga Vasishtha. Dieses Buch heißt, gehört zum Advaita. Dva bedeutet zwei. A bedeutet und zwei. Wenn wir hier zwei Purusha und Prakriti haben, hier haben wir zwei Aspekte, ist im Advaita nur ein Aspekt. Die Advaitisten sagen, es ist alles Bewusstsein, es spielt sich alles im Bewusstsein ab. Alles, was wir als Materie betrachten, ist auch nur ein Spiel oder eine Täuschung des Bewusstseins. Und im Grunde genommen ist es so zu verstehen, dass alles, was wir als ein riesiges Universum sehen, alles passiert in einem kleinen Punkt ab, beziehungsweise ohne Raum und ohne Zeit. Es ist wie ein Kinofilm sozusagen. Oder es ist die Schöpfung des Bewusstseins. Wie wir zum Beispiel in unserem Kopf eine ganze Geschichte uns ausdenken würden, so ist die ganze Schöpfung nur eine ausgedachte Geschichte im Bewusstsein Gottes sozusagen. Und das eigentlich gibt es nicht. Es ist so zu verstehen. Das sind die zwei Unterschiede zwischen den zwei großen Schulen. Offensichtlich gab es auch bestimmte Dispute bzw. Streitpunkte darüber, wer Recht hat, wer Unrecht hat. Manches wurde so ausgelegt, manches anders. Im Grunde, denke ich aber, geht es alles auf eine einzige, weil die Wahrheit gibt es nur eins. Es gibt verschiedene Auslegungen und verschiedene Realitäten oder Religionen von der Urbedeutung oder von der Urwahrheit. Und Religion ist wie sozusagen eine etwas veränderte Wahrheit oder dem Bewusstsein dieser Menschen, die diese Religion ausüben, veränderte Wahrheit, damit die Menschen nur ein Bruchstück der Wahrheit überhaupt mal verstehen oder damit klarkommen. Weil in der Kali-Yuga ist das Bewusstsein der Menschen so gedrückt, dass sie, also die Veden, das Vidya und die kosmische Weisheit nicht ganz verstehen könnten und würden. Also das passt in den Kopf nicht ein, weil die Wissenschaftler sagen, dass unser Gehirn zurzeit 5-10% arbeitet und so können wir nicht alles aufnehmen. Und zu besseren Zeiten heißt es, oder bei unseren Ahnen oder den Asen, hat das Gehirn zu 100% gearbeitet. Das ist eine ganz andere, wie soll ich sagen, Dimension. Deshalb konnte sie auch hell sehen, hell hören und Telepathie. Das Rückenmark hat komplett gearbeitet zu 100%, hat seine Funktionen und das ganze Nervensystem ausgeführt. Und während der Kali-Yuga bekommen wir weniger Energie aus dem Zentrum der Galaxie, weil wir uns davon entfernen. Deshalb bekommt das Gehirn weniger Energie und schläft dadurch ein. Das ist so ein wachender Schlafzustand, vielleicht kann man das so ausdrücken. Aber ich hoffe, dass jetzt die Zeit des Aufwachens kommt. Ich hoffe, dass die Leute recht haben, die wo sagen, dass seit 2012 manche Menschen zu aufwachen beginnen. Eine andere Theorie sagt, 2012, das war nur ein Schnittpunkt und wie ich, genau, kommen wir wieder zum Anfang, wo wir angefangen haben, wo jede Affenart, wie wir gesagt haben, aus einer bestimmten untergegangenen Zivilisation sich weiterentwickelt hat.
es wird die Schere, oder die ist bereits aufgetan, sagt man so. Die Hälfte der Gesellschaft wird sich zu Affen weiterentwickeln und dieser Prozess wird immer schneller sein. Und ein bestimmter Prozentsatz von den Leuten werden sich Richtung Halbgötter weiter nach vorne entwickeln, weil die Energien im Sati-Yuga, das ist wie ein Sieb, entweder oder so Aussehungsverfahren, entweder man kommt energetisch durch und dann entwickelt man weiter, die Energien im Sati-Yuga helfen einem dabei, oder man kann die Energie nicht in sich aufnehmen und das, diese Energie unterdrückt einen im Bewusstsein noch mehr, dass man sich zum Affen weiter entwickelt sozusagen. Und das ist mehr oder weniger in der Gesellschaft auch ersichtlich. Wenn man bedenkt, welche Hochleistungen noch vor 100 oder vor 200 Jahren erbracht wurden von Architekten, Wissenschaftlern, Dichtern und Philosophen und was wir heute haben, wir kochen immer noch in der gleichen Suppe, die man für uns vorbereitet hat. Also wir haben nichts Neues seit einigen Jahrzehnten erfunden und wir haben auch keine Dichter, keine Komponisten und nichts, also es ist ja Computer. Musik, sagen wir mal so, MP3, hat Trochlebow so gesagt, das ist kastrierte Musik. Also das gibt auf keinen Fall und in keinster Form diese Reinheit und diese Vollkommenheit an Tönen und an Sachen, wie es die klassische lebendige Musik wiedergeben kann. Er sagte eben auch, er hat das auch mit der Schallplatte verbunden, hat gesagt, elektronische, also alle elektronischen Träger, Musik, also CDs, MP3 ist ja noch mehr kastriert, ist niemals zu vergleichen zu einer lebendigen Musik auf Instrumenten und Schallplatte kommt auch schon näher ran, ist schon ein bisschen zwar auch etwas verloren, aber noch um einiges besser als elektronische Träger.